Leute, und schon stehen wir. Jetzt haben sie hier zwei Esel. Guckt mal. Ich hole die mal ein bisschen ran. Wenn die schreien, sind sie ganz schön laut. Ja, und jede Menge Ziegen wieder. Ja, jetzt blinkt mein Akku, es wird also gleich leer sein. Ja, und hier stehen wir jetzt. Türstecker habe ich schon drauf. So, und der ganze Platz hier, natürlich keinen Rasen, gehört uns. Hier können wir also super toll mit dem Auto rauffahren. Da muss ich den nicht immer davor stehen haben. Ja, das wird schon ganz gut. Aber eben kein Baum, nichts. Ne? Wenn die Sonne jetzt rumkommt, stehst du den ganzen Tag in der Sonne. Also wenn wir einen anderen Platz da hinten am Pferdebahn kriegen können, dann werden wir das nochmal umziehen. So, alles steht. Alles fertig soweit. So, jetzt gehen wir erstmal was einkaufen. So, jetzt waren wir ein paar Teile einkaufen beim Walmart. Nach Nordosten Richtung US 341 North starten. Jetzt müssen wir zu, wohin denn nun? Home Depot? Ja, fahren wir zu dem Laden. Oder Loves, Löws. Ja, irgendwie halt. Auf jeden Fall brauchen wir eine Steckdose. Im Trailer ist eine defekt. So, wisst ihr Bescheid. So Leute, wir gehen jetzt Abendbrot essen und zwar bei Buckys. Bei Buckys. Mann, das ist immer noch so voll da. Bei Vietnam Veterans Memorial Parkway links abbiegen, dann rechts abbiegen. Es ist unglaublich, wie voll das da ist. Ei. Ich esse Brisket. Und du bestimmt das zerpflückte Zeug, ne? Ich weiß nicht mehr. Ich hatte letztes Mal dieses Totalzeug, glaube ich. Das war gut. Also zu mir hast du gesagt, das andere ist besser. Ich glaube, das war total. Bin ich mir sicher. Du hast gesagt, das Rindfleisch war besser. Aber gut, mach einfach. Ich sag's dir. Ich weiß das aber nicht mehr. Rechts abbiegen. Da, wo No Truck Parking ist. Nach 300 Metern links abbiegen. Oh, guckt euch das an, ey, wie voll das hier ist. Und da drinnen wird es natürlich richtig voll sein. Ist ja klar. Na, sieht man ja, um Gottes Willen. So. Oh. Da ist einer. Ja, okay. Pass auf. Mann. Oh, bin voll erschrocken. So, könnt ihr gucken. Frankie hat sein Riesending da schon fast wieder auf. Guckt euch mal das magere Fleisch an. Brisket vom Feinsten. Ehrlich. Meine kostet auch sein Geld, fast 9 Dollar so ein Ding, aber vom Feinsten. Ja, lassen wir uns jetzt erstmal schmecken. Buckys. Die Parkaufnahme beginnt. Das sind aber auch Riesenbecher. Guckt euch das mal an hier. So, Frankie tankt jetzt einen Schluck. Und dann fahren wir zu Dairy Queen.
die Queue. Und da holen wir uns noch ein Eis. Ein Sundaes with Strawberry Sauce. Ja. Morgen haben wir frei. Morgen brauchen wir gar nichts machen, außer noch ein bisschen räumen im Trailer. Und Montag fahren wir 450 Kilometer nach Florida rein. Und da besuche ich eine Freundin. Oder wir besuchen da eine Freundin. Und da bleiben wir 2-3 Tage. Ja. Und dann geht's wieder zurück. Und am 1. November fliegt ja Frank von Atlanta nach Winnipeg. Direkt, nonstop. Wow. Das ist das erste Mal, dass er nicht umsteigen muss. Ja, Leantchen holt ihn dann ab und dann fährt sie ihn zum Flughafen. Und ich bin dann wieder alleine für gewisse Zeit. Ja, so sieht's aus. So, jetzt sind wir wieder auf dem Campingplatz. Hier wird schon dolle Halloween. Überall, da qualmt es. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Okay, hier sind Halloween-Figuren. Ja, Frankie schleicht ein bisschen sehr doll. Ganz schön dunkel hier alles. Oh, da hinten sind ein paar Lichterchen. Och, der raucht im Trailer, hast du gesehen? Oh, eine Qualmwolke da drin. Das ist ja nicht der einzige. Alter Schwede. Ja, in manche möchte ich wirklich nicht reinriechen, nur. Das stimmt. So, jetzt kommen wir gleich zu unserem. Ich habe immer noch keine Lichterkette dran. Ja, jeden Tag kann ich ja nur nicht machen. Warum nicht? Weil ich keine Lust dazu. Ach so. Oh, es blinkt, es blinkt. Wo schleicht der denn hier im Dunkeln? Zieh dir mal eine helle Jacke an. Achtung. Oh. Und da steht schon unser Trailer. Ah, kann man noch nicht so richtig sehen. So. Jetzt fährt er natürlich von hier darauf und wahrscheinlich über die Feuerstelle. Wo sind die? Die ist da. Weiß nicht, ob du da dran vorbeikommst. Ja, ich habe jetzt hier kein Licht an. Ja, weiter links, wenn es geht. Sonst kommst du jetzt hier genau über die Feuerstelle. Ja, komm über die Feuerstelle. Aber muss doch nicht sein. Ja, ja. So, ja. Ist schon fast zu weit. Fast, oder? Na, ist egal. Gut. Hauptsache, wir sind nicht auf dem Dreifee. Nee. Sagen wir mal gute Nacht für heute. Mach doch. Was mach doch? Mach doch. Mach doch gute Nacht, Leute. Oh, gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Es ist erst 6 Uhr irgendwas. Ich habe schon alles aufgeräumt, alles fertig. Wir starten schon jetzt. Wir fahren heute nach Florida. Zu Brigitte. Draußen ist noch stockduster. Oh. Ja, der Frankie schleicht hier noch in seiner Unterhose rum. Ja, jetzt geht's los. Wenn dann unterwegs irgendwas frühstücken. Ich habe auch gar nichts jetzt hier. Wir haben ja hier noch nichts weiter eingekauft. Bis auf gestern Abend hier so eine Kochaktion noch gemacht. Oh. Ja, heute sind wir im Partnerlookbäde. Zeig mal. Vorne. Zeig mal hinten bitte. Zeig mal hinten. Mein Hintern? Nein, dein Shirt. So, ja, da haben wir heute beide sowas an. Partnerlook. Ich habe die Nummer aber für Erwachsene. Das stimmt, du hast für Erwachsene. Da hast du recht. Da hast du recht.
So, ich habe noch trinken einen Schluck. Was ist denn mit deinem Mars und Milky Way hier? Nee, Snickers. Das muss unbedingt mit. Muss unbedingt mit. Ich hab praktisch. Na hier, dann tue ich das auch in die Tüte hier. So. Da ist auch alles soweit fertig. Mein Booster ist auch fertig. Der muss auch ins Auto, Frank. Ach, Kinder, das muss ich euch unbedingt zeigen. Aber nicht jetzt. Ich habe nämlich einen Booster bekommen fürs Auto, für den Pickup. Hier, so ein ganz kleiner, süßer Kasten, wie ihr sehen könnt. Hier so, guck, so ein kleines Ding. Und der startet mein Auto und lädt Telefone und was weiß der Geier was, der noch alles macht. So ein kleines Ding. Was wolltest du jetzt sagen, hä? Jetzt wollte doch irgendwas Böses wiederkommen. Hier ist noch eins. Ein Kleber. Au, au, au. Sag mal, bist du bescheuert? Also, du bist doch nicht ganz dicht. Ich hätte dir fast die Kamera fallen lassen. So, Handy ist auch startklar. Ja. So, bis später. So, Leute, wir sind unterwegs. Irgendwie sind wir jetzt eine zu früh rausgefahren oder zwei. Wir wollten zum Love's Kaffee holen, aber irgendwie ist hier nichts. Jetzt sind wir ja 112. Kannst du 102, Mensch. 102, Mensch, Frankie. Wie machst du denn? Also, ein Stück weiter, hopp, hopp, wieder ruf auf die Bahn. 212, weil vielleicht der Scheißdreck hier. Du sollst diese Wörter nicht mehr benutzen. Was? Nach 500 Metern. Alles darf ich nicht mehr benutzen. Nee, das, was du danach gesagt hast. Was kann das nur sein? Ja. Böse. So. Jetzt ist mal Kaffeestopp. Ne, Alter? Richtung Westen. Ich kann jetzt nicht antworten, ich soll ein paar Sachen nicht sagen. Ach so, ja, das stimmt. So, Leute, Kinder, bis gleich. So, Leute. Jetzt sind wir, wie weit haben wir es denn noch, Frank? 98? Na, dann sind wir ja gleich da. Dann sind wir gleich da. Schönes Wetter. Ich weiß, oh Gott, ich weiß nicht, wie warm es ist hier. 26. Wasser, Wasser, Wasser. 26. Ja, so warm ist in Perry auch. Hier aus dem Auto aussteigst, kriegst du erstmal einen Schlag. Oh. Oh, ich könnte eine Stunde schlafen. Sind wir da. Sind jetzt in Palm Coast. Also die Palmen sind schon mal da. Einen der zwei linken Fahrstreifen benutzen, um links auf Cypress Point Parkway abzubiegen.